wieder dabei hier im Bild. Das sind die ersten beiden Startreihen. Ein Mann wieder dabei, Luca Cadalora, 15. im Training. Er stürzte in Jarama und ist erstmal seit seiner Verletzung wieder dabei. Ja, einen weiteren Schweizer können wir noch anfügen, nämlich die Nummer 57, wenn Sie die ebenfalls noch notieren wollen, Thierry Maurer, also sechs Schweizer in diesem Rennen dabei. Und jetzt hier unten nach der Aufwärmrunde alles bereit zum Start bei regenüberfluteter Fahrbahn. Und jetzt das grüne Licht, Neumühler nicht sehr gut weggekommen. Und Volz, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ausgezeichnet gestartet, ganz von der rechten Seite aus. Hier wird eng in dieser ersten Kurve im Kopfcorner. Dieser Kurs von Silverstone weist ja die schnellsten Kurven sämtlicher Motorradrennstrecken auf. Der Salzburgring ist vom Durchschnitt her noch etwa 3 Kilometer schneller insgesamt, aber die Kurven, die sind unwahrscheinlich schnell. Delini ist vorne, Voigt mit der 31 ist Dritter. Der Finne Jussi Autanieni, der schnelle Finne in Führung. Und ich glaube, dieses Bild hier, das sagt Ihnen doch einiges über die Schwierigkeiten in dieser Gicht da hinten überhaupt ein Motorradrennen fahren zu können. Das ist schon ganz enorm. Cellini geht in diesem Augenblick in Führung. Cellini, ein Mann, der bekannt dafür ist, bei Regen besonders gut motiviert zu sein. Das kann man von den wenigsten sagen, denn auch Motorradrennfahrer reagieren in diesem Fall wie du und ich. Also man fährt lieber bei trockenem, sonnigem Wetter. Voigt jetzt an vierter Stelle, Cellini vor Hautaniemi. Wo ist die Nummer 10? Das wäre Bruno Kneubühler. Wobei bei Bruno Kneubühler sofort gesagt werden muss, das ist heute nicht sein Wetter. Er liebt es trocken. Da hinten links mit diesem grünen Helm, da kommt Kneubühler etwa an siebter Stelle zusammen mit Ezio Gianola. Und die erste Runde, die ersten 4,71 Kilometer sind vorbei. Peter Sommer haben wir gesehen in den hintersten Positionen in Führung. Cellini an zweiter Stelle, Autanieni, dritter Ascarecci, vierter Auinger, fünfter jetzt Gresini, sechster Voigt, siebenter ist Gianola und an neunter Stelle passierte Bruno Kneubühler. Bis jetzt nicht in vorderster Front die beiden italienischen Draufgänger, jetzt aber schießt die Nummer 3 nach vorne, das ist Fausto Gresini, der da in einem Rösch 3-4 Plätze gut gemacht hat. Die beiden jungen Italiener, Cellini, dann Auinger jetzt weiter. Die beiden Italiener sind bekannt dafür, viele Risiken einzugehen, aber vielleicht doch nicht bei diesem nassen Wetter heute. Da wird fahrerisches Können geschrieben. Sie fragen sich vielleicht, warum ist das dann kein Wetter für Bruno Kneubühler? Nun aus dem einzigen Grunde, weil er ja mit seinem versteiften Fußgelenk die Hinterradbremse nicht dosiert einsetzen kann. Und jetzt in Führung Auinger. Zweite Runde, gleich zu Ende. Kneubühler vorbei.
An sechster Stelle jetzt Kneubühler, hier vorne Cellini, Auinger und Gresini. Angriff von Auinger an Cellini vorbei. Bei diesem Wetter also ist es nötig, die Hinterradbremse ganz dosiert bedienen zu können, sonst wird ja bei trockener Fahrbahn mehr mit der Vorderradbremse gebremst vor den Kurven und deshalb also leichtes Handicap heute für Bruno Kneubühler. Ein Trio ist etwas weggekommen von den anderen, bestehend aus Auinger, aus Cellini und aus Gresi. Das ist Auinger hier. August Gustl, Auinger.